Ich komme hier aus einer überbauten Felsnische. In diesem Wald hat sich vor etwa 800 Jahren Franziskus von Assisi immer wieder zurückgezogen. Dieser Berghang heißt Carceri. Er liegt in der Nähe von Assisi in Umbrien, in der Mitte Italiens. Ich weiß, dass sich Franziskus von Assisi an solchen Orten immer wieder zurückgezogen hat, weil er ungestört beten wollte. Er hat sich immer wieder Auszeiten genommen, um Jesus Christus zu begegnen. Mir scheint, gerade das war die Ursache dafür, dass Franziskus zu einem der bedeutendsten Friedensstifter in der Weltgeschichte geworden ist. Ich wünsche uns, dass wir uns in unserem Alltag immer wieder Momente gönnen, in denen wir über den Sinn unseres Lebens nachdenken. Und ich bin überzeugt, wenn wir uns großzügig Zeit nehmen, um zu beten, dann werden wir, wie Franziskus von Assisi, in uns mehr Harmonie haben und wir werden friedvoller handeln.